Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Update-Video. Es ist mal wieder Ende des Monats. Ende Januar, um genau zu sein. Und es hat sich ja wieder ein bisschen was angesammelt diesen Monat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit drei Figuren, die bei mir angekommen sind diesen Monat. Das wäre zum einen meine Shino aus Gutiusa oder Goshumon wa Usagideska ist, glaube ich, der komplette Name des Animes. Ja, mit einem kleinen Tischchen und einer Tasse, wo Teppi drin ist. Dann gucken wir uns die Gute nochmal vom Nahen an. Das ist sie. Sie ist so cute und mit Teppi macht es das Ganze noch viel cuter. Ja. Das war eine Vorbestellung von Dezember, die ist halt diesen Monat angekommen. Genauso wie die nächste Kandidatin, und zwar ist das Rapunzel. Ja, Rapunzel ohne Standhilfe erstmal, weil ich es noch nicht wirklich geschafft habe, sie auf ihre Standhilfe zu bekommen. Aber was ich auch sehr cool finde an diesem Rapunzel-Nendo, ist ihr wunderschöner Zopf. Mit den Blümchen drinne. Und natürlich darf ihre Bratpfanne auch nicht fehlen. Ja, das ist sie. Und oh, Luna möchte wieder mitmachen hier beim Update. Das finde ich ja sehr schön. Du, Kamera, Katze, du. Und ja, dazu gibt es halt auch noch einen kleinen Pascal, den man ihr halt so auf den Kopf setzen kann. So, das zu Rapunzel. Dann eine Nendo, also die Rapunzel ist auch von Dezember. Und jetzt kommen wir zu einer Nendo-Figur, Nendoroid-Figur, die eigentlich im Prinzip schon, ja, sagen wir mal so, Ende August, Anfang September bei mir ankommen sollte. Aber wirklich tatsächlich es erst diesen Monat hier geschafft hat. Das liegt nicht daran, dass sie so lange gebraucht hat, um anzukommen. Das Problem bei dieser Figur hier war, wo sie das erste Mal mir zugeschickt wurde, ist sie irgendwie nicht angekommen. Also die ist dann irgendwann wieder zurückgegangen. Da hieß es dann, ja, der Empfänger konnte nicht ermittelt werden. Aus was für einem Grund auch immer. Habe ich nicht verstanden damals, weil ich glaube, so 3 Wochen vorher oder so eine andere Figur bei mir angekommen ist und diese irgendwie nicht. Warum auch immer, sie ist halt wieder zurückgegangen und ich habe sie mir halt wieder neu zuschicken lassen. Und das Problem dabei war, sie kam dann auch an, ist aber dann leider bei der Post gelandet. In einem Zeitraum, wo ich leider nicht zu Hause war, weswegen sie dann nach einer Woche leider wieder zurückgeschickt wurde. Und ja, dann ist sie halt, ich weiß nicht, ich glaube Anfang Dezember oder so, kriegte ich dann eine Mail, ja, sie ist wieder bei uns angekommen, sollen wir sie dir nochmal zuschicken? Und ich habe gesagt, ja, bitte. Und ja, jetzt ist sie endlich hier, nach, ja, einer gefühlten Ewigkeit. Also sie sollte eigentlich im Prinzip schon, wie gesagt, Ende August, Anfang September ankommen, der gute Breath of the Wild Link, der so ein bisschen verdrehte Beine jetzt hat, was aber einfach nur daran liegt, dass ich ihn auf sein Pferd gesetzt habe. Er hat nämlich hier noch so ein cooles Pferd, wo man ihn draufsetzen kann. Ja, hier mit Kapuze und Schwert und er ist einfach so super cool. Und ich bin echt froh, dass er jetzt endlich mal angekommen ist. Nach, ja, fast einem halben Jahr gefühlt irgendwie. Naja, es waren auf jeden Fall so mindestens 3, 4 Monate oder vielleicht sogar 5. Wahrscheinlich kriege ich ihn jetzt hier nicht wieder drauf. Das versuche ich dann später nochmal. So, das war's von meinen Figuren. Dann habe ich mir diesen Monat 2 neue Zumps gekauft. Zumzums von Mini und Miki. Mit einer 2018 drauf und ein Partyhütchen und hier so ein, so eine, ja, so ein, wie nennt man diese Dinger? Ich weiß es nicht. So ein Partydingen, was man, wo man halt reinpustet und
dass dann halt so eine Tröte halt. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier einmal die Mini. Und der Mickey. Auch mit einer 2018. Die fand ich so cool. Die wollte ich unbedingt haben. Ja. Also, das sind halt so. Ja, Special Zums kann man jetzt so sagen. Also, die wurden halt rausgebracht anlässlich des 90. Geburtstags von Mickey, weil Mickey wird dieses Jahr 90. Zwar irgendwie, glaube ich, erst im November oder so, soweit ich gesehen habe, aber er wird dieses Jahr 90. Mein Gott, hat er sich gut gehalten. So, dann haben wir etwas, was mir meine Freundin geschenkt hat. Also ich habe das vorher nicht besessen, beziehungsweise habe mir nicht die entsprechende Edition oder was auch immer geholt. Und zwar ist das einmal ein goldenes Steelbook von Ultra Mond und Ultrasonne oder Ultrasun und Ultramoon, wie auch immer ihr es nennen wollt, wo halt auf der Vorderseite Lunala drauf ist und auf der Rückseite Säugerleo. Ja, es ist halt so ein Steelbook, was es halt auch damals zu Alpha Saphir und Omega Rubin gab. Und ich sehe auch gerade, hier kann man irgendwie auch beide Spiele reintun. Ich weiß, es gab eine Edition von dem Spiel, wo halt dieses Steelbook mit bei war. Ich meine, meine Freundin meinte, sie hätte das von einem Kumpel bekommen, der das nicht mehr haben wollte. Und sie konnte damit anscheinend wohl auch nicht wirklich viel anfangen. Und deswegen hat sie es mir geschenkt. Ja. Und ich meine, Steelbooks sind halt immer nice. Also warum nicht? So, dann haben wir ja mal wieder etwas von Pusheen. Und zwar sind das flauschige Socken mit Mermaid Pusheen drauf. So cute. Ja, die musste ich unbedingt haben. Mal wieder Pusheen. Ihr wisst, ich kann bei Pusheen nicht halt machen. Oder selten. So, dann. Das waren die Plüschensocken. Dann kommen wir zu etwas Harry Potter Stuff. Ja, ich habe mir mal wieder Harry Potter Stuff gegönnt. Und zwar ist es einmal dieses hier. Ja, da kann man so jetzt an sich nicht viel. Oh, da steht ja noch der Preis drauf. 4 Euro, habt ihr nicht gesehen. Das ist eine kleine Girlande mit dem Hogwarts-Wappen drauf. Ja. Die packe ich die jetzt mal eben raus, um euch das zu zeigen, oder? Ach, ich zeig's euch einfach. Falls ich sie hier rauskriege. Ich muss sie dann halt später nur halt dann wieder zusammenfalten und da wieder reintun. Ich habe leider noch nicht also ich möchte sie gerne noch aufhängen, aber ich weiß halt noch nicht so genau wo. Deswegen ist sie halt hier noch drinne. Und die hatte ich schon länger im Visier. Also die habe ich schon vorher immer gesehen gehabt und war mir aber nicht sicher, ah, kaufen, nicht kaufen. Aber dann fand ich sie doch irgendwie so cool. Ja, ich versuche das halt mal so ein bisschen zu entklappen hier. Vielleicht sieht man das hier schon. Ja, es ist halt einfach so eine kleine Girlande mit den Hogwarts-Wappen hier. Gryffindor, Ravenclaw, ja, Hufflepuff und Slytherin. Ich hoffe, das sieht man jetzt halt so ein bisschen, dass das. Ich kann das jetzt halt schlecht so ganz in die Kamera halten, weil das ist halt ein bisschen groß dann. So. So viel zu der Girlande. Dann habe ich mir ein voll cooles Schild gekauft, was ich jetzt extra abgemacht habe von da, wo es eigentlich gehangen hat. Und zwar ist das ein Schild mit der Aufschrift Ministry of Magic, This Way. Dieses Schild, das fand ich so cool. Ich muss es haben, weil, um euch mal zu erzählen, wo dieses Schild eigentlich hängt. Das hängt bei mir im Badezimmer über der Toilette. Ja, ihr habt richtig gehört, es hängt über der Toilette. Vielleicht versteht ja der ein oder andere von euch, diesen, ja. Vielleicht versteht das ja der ein oder andere von euch, der die Bücher
gelesen hat oder die Filme gesehen hat. Das hat damit halt einfach was zu tun, dass halt im, ich glaube, im, welcher Teil war es denn jetzt? 7.1 oder 7.2? Einer dieser beiden Teile, wo das Trio ja in Gringotts einbricht. Nein, nicht Gringotts, Entschuldigung. Wo sie ins Ministerium sich schleichen. Und der Weg dorthin in das Ministerium ist halt, sich das Klo runterzuspülen. Und das soll halt so dieser Gag sein. Versteht ihr? Ich hatte auch schon damals bei Evil so einen Aufkleber gesehen, wo drauf stand, wo halt das Gleiche drauf stand. Und den wollte ich mir schon holen und auf mein Klodeckel kleben. Das wäre auch witzig gewesen. Aber dann habe ich dieses Schild gesehen und dachte so, hey, dann nimmst du lieber das mit und hängst es dir übers Klo. Es klingt jetzt bestimmt seltsam, wenn ich euch das jetzt erzähle, aber gut. Potterheads verstehen den Gag, okay? So, und dann habe ich mir noch eine kleine Pinnwand geholt mit so einem schönen Rahmen. Ja, wo halt auch nochmal Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw drauf ist. Hier nochmal mit dem Wappen und Hogwarts und hier so ein paar Pinnadeln. Und dann hier noch First Year Hogwarts School. Das fand ich auch relativ cool. Das wollte ich mir noch in die Küche hängen, aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. So, dann habe ich mir mal wieder ein paar MLP-Comics gegönnt, also My Little Pony-Comics. Und zwar haben wir hier einmal Legends of Magic Band 5 und Legend of Magic Band 6. Und des Weiteren haben wir hier noch den dritten Band von dem Movie Prequel und den vierten Band vom Movie Prequel. Prequel. Oh Gott, das Wort ist schwer. Ich glaube, ich habe es aber richtig ausgesprochen. Ja. Ich meine, also ich meine mich zu entsinnen, dass ich davon schon den ersten Band habe. Das heißt, mir fehlt dann noch der zweite Band. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich vier Bände hat. Vielleicht hat es auch mehr Bände. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, diese vier habe ich mir mal wieder geholt. Und ansonsten habe ich nur noch eins, zwei, drei. Drei Klamotten, die ich euch noch zeigen wollte. Und zwar ist das einmal, da mache ich jetzt einfach mal so einen Schwenker nach links. Und zwar ist das einmal ein T-Shirt von Game of Thrones mit den einzelnen Häusern drauf. Also Lannister, Stark, Tyrell, Targaryen. Und Baratheon und Greyjoy, beziehungsweise Graufreud. Ja, das fand ich so cool. Das habe ich schon eher mal bei Primark gesehen gehabt, aber da gab es das irgendwie nicht in meiner Größe, bis ich es dann letztens in meiner Größe tatsächlich dann doch mal gefunden habe. Sehr cool. Und dann, ja, man sieht es schon. Pushing! Und zwar ist es einmal ein Pushing-Pulli mit Pizza. Pushin, die an Pizza denkt. Und darunter steht All Day. Und dann gibt es noch eine Rückseite. Pushin mit Pizzastück in der Pizza Schachtel. All Night. All Day, All Night. Das fand ich auch sehr, den fand ich auch sehr cool. Den habe ich auch schon getragen. Und als letztes, ah, die Comics rutschen mir hier so ein bisschen weg gerade. Als letztes habe ich dann noch dieses sehr coole T-Shirt hier. Bett Hedwig drauf. Oh, es ist so cool. Und hier ist ein kleiner Harry und noch eine Hedwig mit einem Brief. Das Motiv, das fand ich so cool. Das musste ich haben. Ein T-Shirt ist jetzt noch unterwegs zu mir, aber das wird's dann erst im Februar-Update geben. So, ja, das war's dann von meinem Januar-Update. Ein bisschen Chaos hier wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und da liegt auch noch ein Haufen Kram auf meinem Tisch. Und ja, ich würde sagen, das war's dann von mir. Und wir sehen uns dann zum Februar-Update wieder. Also Leute, bis dann. Tschüss!